Danke, Karl-Heinz. Die Aufnahme läuft. Ich darf ein herzliches Hallo in die Runde rufen. 27, 28 Teilnehmer haben wir schon. Ich denke, es werden in den nächsten Minuten noch ein paar mehr werden. Herzlich willkommen zur 7. Woche. Wir haben uns gerade noch mal verständigt, ob wir in der 6. oder 7. sind, aber mit der Einführungswoche ist es schon die 7. Also 7. Woche. Arealbank, Thema L&D, also Learning and Development als Innovationstreiber für den Digital Workplace. Also wir wollen so ein bisschen heute und in den nächsten Tagen mal nach vorne schauen. Was kommt an neuen Technologien? Was zeichnet sich schon am Horizont ab und welchen Einfluss werden diese Technologien auf das Personalmanagement und auf die Personalentwicklung haben? Und ich sehe schon den Sven Robin. Hallo Sven von der Realbank mit Hallo Bild. Ich Jochen. glaube, der Sebastian Sellinet ist im Hintergrund auch da. Und dann würde ich euch einfach das Wort übergeben. Die Slides sehe ich schon. Ich denke, die anderen auch. Ja, wunderbar. Den Chat haben wir auch. Legst du los? Ich leg los. Das passt gut. Vielen Dank, Jochen. Ja, Tag von meiner Seite. Sven Robin ist mein Name. Diejenigen, die unser kleines Teaser-Video auf der ersten Seite auch schon gesehen haben, sehen jetzt das Gesicht dazu auch. Mein Kollege Sebastian Sellinath wird an der linken Seite hier in dem Chat, da wird er unterwegs sein, wird die Fragen beantworten, wird auch da noch so ein paar Dinge auch posten. Immer wieder Jochen wird auch sicherlich da sein, um Dinge im Chat zu erledigen. Es ist der erste Tag heute. Wir sind natürlich auch gespannt, was die Woche uns so bringt. Im Team, wir sind auf einem ganz neuen Terrain unterwegs. Wir wollen uns nämlich stark damit beschäftigen, welche Auswirkungen hat Big Data? Welche Auswirkungen hat People Analytics auf Lernen, so wie Jochen das auch gerade schon gesagt hat? Wir haben ein paar Ausflüge schon gemacht. Also Sebastian und ich haben viel ausprobiert. Wir haben uns viele, viele Startups auch angeschaut in dem Bereich. Und das Schöne ist, dass wir am Mittwoch auch nochmal eine Session mit einem Startup haben werden. Und das andere, was natürlich auch klasse ist, ich bin zurzeit hier im Tech-Quartier. Das ist so der Frankfurter Accelerator für Startups, die natürlich eher jetzt im Bankenumfeld unterwegs sind. Aber hier ist auch viel Data. Hier ist ganz viel, was mit Daten gemacht wird. Und das ist extrem spannend und wie wir denken, etwas, was in Zukunft nicht nur das Arbeiten beeinflussen wird, sondern auch das Lernen. Genug der langen Worte. Diejenigen, die da sind, die interessiert bestimmt auch, wer ist eigentlich die Arealbank, beziehungsweise was machen wir denn so in der Woche? Gucken wir uns mal an. Agenda-Punkte, wie sich das gehört für einen ordentlichen Banker, haben eine Agenda gemacht. Jochen hat schon begrüßt, das ist ganz prima. Was machen wir? Was macht die Arealbank? Da gucken wir uns gleich mal ein paar Slides zu an. Wir machen das nicht zu episch, denn auch wir haben eine Homepage, da kann man ganz gut drauf rumsurfen und sich einen Überblick verschaffen. Tja, und dann wollen wir uns natürlich nochmal angucken, was wir zurzeit für ein Verständnis von KI, also künstlicher Intelligenz und People Analytics haben. Denn es ist ganz wichtig, dass man mal abklärt, wie ist denn der Begriff, wie sind die Begrifflichkeiten generell. Und wir wollen nachher auch nochmal drauf gucken, was die jetzt gerade 48 Teilnehmer denn auch so an Erfahrungen haben mit People Analytics, mit künstlicher Intelligenz, mit Big Data und wie stark das schon im Lernen bei euch angekommen ist. Also legen wir los. Was macht die Arealbank? Das ist ein ganz wunderbarer Spruch, den man hier lesen kann. Wir haben das so formuliert, also unsere Marketingabteilung hat das so formuliert, dass wir aus der Zukunft heraus sprechen. Also sie werden neue Wege gegangen sein. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es zeigt, dass auch wir in der Arealbank weit nach vorne gucken, dass wir viele Dinge vorab erstmal klären wollen, dass wir für unseren Kunden früh da sein wollen. Und wir haben einen Satz, der hier auch in unserem Mission Statement fällt, nämlich digitale Lösungen. Das heißt, wir beschäftigen uns als Bank zurzeit ganz stark mit digitalen Lösungen und auch mit der Auswertung von Daten. Aber welche Daten haben wir denn? Was machen wir denn eigentlich wirklich? Das ist ja die Frage, die alle auch so ein bisschen umtreibt. Wir haben zwei große Säulen, nämlich das eine ist die strukturierte Immobilienfinanzierung und die andere Säule, die auf der rechten Seite hier steht, ist Consulting, Dienstleistungen. Das ist alles, was so um das Wohnen herum sich tummelt. Strukturierte Immobilienfinanzierung heißt, wir finanzieren ausschließlich
Wohnimmobilien, respektive da Büros, Shoppingcenter, Logistikzentren und Hotels. Und das weltweit mit dem großen Schwerpunkt auch overseas. Wir sind Marktführer in Cross-Border-Finanzierung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass große Portfolien zusammengepackt werden und wir die dann, ich nenne das mal einfach, handeln. Also wir wickeln die ab, wir gucken, wie die Bonitäten der Kunden sind, wir machen das Agency, das Agency-Format, wie man das neudeutsch nennt. Das heißt, wir sind keine Retail-Bank, wir haben keine Schalter, wir haben auch keine Kundenkonten für Privatkunden, sondern machen ausschließlich B2B im Bereich strukturierte Immobilienfinanzierung. Im Bereich Consulting und Dienstleistung haben wir ein eigenes Segment, eine eigene Tochtergesellschaft, die zu großen Teilen Immobilien und Wohnungen verwaltet und ein großes und sehr IT-lastig ist. Ne? Wir haben ein ERP-System, um die Abrechnung für Mieteinnahmen, für Kautionen etc. zu verwalten, für Abrechnungen zu machen. Das sind so die beiden großen Blöcke, mit denen die Arealbank unterwegs ist. Gehen wir nochmal ein Stück tiefer, wo wir überall sind. Sehen hier, das sind so die Kontinente, auf denen wir unterwegs sind. Und in der Mitte, Consulting-Dienstleistungen ist etwas, was wir hauptsächlich im Großraum Europa tun. Da sind wir international noch nicht ganz so weit aufgestellt, so groß aufgestellt. Spannend ist, dass es uns schon relativ lange gibt als Arealbank, nämlich schon über 90 Jahre, und dass wir früher mal den Namen Deutsche Pfandbriefanstalt trugen. Und ja, das klingt ein bisschen lustig, wie bei Sendung mit der Maus, klingt lustig, ist es auch. Wir haben natürlich viel noch an Kultur, so aus dieser, könnte fast sagen, Anstaltszeit. Und das ist etwas, was wir jetzt auch gerade merken, was sich verändert. Also wo wir auch mit Daten, mit der Nutzung von Daten, mit Digitalisierung einen nächsten Schritt gehen. Und das treibt uns im Moment um. Und wir sind gespannt, was da jetzt in den nächsten Jahren auch noch so passiert. Gucken wir uns nochmal an, wie das Ganze verteilt ist. Also wo wir überall unterwegs sind. Da kann jeder selbst gerade mal einen kurzen Blick drauf werfen. Wir sehen also, dass wir in Europa unterwegs sind und natürlich auch in Nordamerika und Asien. Und wir sehen auch nochmal die Objektarten auf der rechten Seite. Und es gibt euch einen ganz guten Überblick, wo wir denn so unterwegs sind. Kurz at a glance, damit ihr hier auch nochmal seht, was wir digital schon machen bei unserer IT-Tochter. Wir haben ein Produkt aufgesetzt, das heißt Smart World. Das ist ja so eine Art Plattform, auf der die Kunden, hier in dem Fall hier der Areon, das ist das, was ihr links oben seht, das ist die hundertprozentige Tochter der Bank, digital unterwegs sind. Wir haben natürlich Glück, dass wir eine IT-Tochter haben, die uns so in den ganzen Themen Agilität und agiles Projektmanagement und digitales Denken extrem gut unterstützt. Und wir viel, viel lernen können und wir jetzt auch für die Bank viel, viel umbauen in dem Bereich. Jo. Gesellschaftliches Engagement ist im Moment echt wichtig, weil natürlich alle darauf gucken, wie nachhaltig seid ihr als Bank. Früher war es total sexy, in der Bank zu arbeiten. Heute wird man teilweise schon schief angeschaut oder gefragt, wie lange gibt es euch eigentlich noch? Ist eine valide Frage. Auch hier, ich sitze im Tech-Quartier, da gibt es einige, die sagen, naja, mal gucken, wie lange es die Banken noch gibt. Der meist zitierte Satz ist der von Bill Gates, Banking is necessary, banks are not. Und so verhalten sich halt auch viele jetzt. Und das bringt uns immer wieder zurück zu unserem Thema Big Data, Algorithmus, Lernen, Arbeiten, das sind alles Themen, die uns umtreiben und die auch im gesellschaftlichen Engagement nochmal Einklang finden. Nämlich, wir sind Teilhaber an der Führungsakademie der Wohnungswirtschaft. Wir machen da viel im Bereich Digitalisierung. Wir machen viel Transformationsarbeit. Ja, wir sind natürlich auch so engagiert. Ich bin da eben gerade mal schnell drüber gegangen. Wir machen viel für die Zwerg-Nase-Stiftung in Wiesbaden und für die Hospizgesellschaft. Also wir sind echt da gut unterwegs, was das nachhaltige und soziale Arbeiten betrifft. Und hier nochmal ein kurzer Überblick für Preise, beziehungsweise rechts oben
ja, Dinge, die wir tun, wo wir geratet sind. Wir sind Top-Arbeitgeber. Das ist eine Sache, die Sebastian Sellien bei uns in der Hand hat und das mit ganz viel Herzblut und Engagement auch tut. Und wie es da oben steht, 9. Mal in Folge. Wir sind immer so um die 20. Sebastian, in welchem Platz waren wir letztes Jahr? Hilf mir mal kurz. Letztes Jahr waren wir der 19. Okay, wunderbar. Also, wir sind da immer gut vertreten. Es macht, muss ich jetzt nicht nur sagen, sage ich auch aus freien Stücken, echt Spaß zu arbeiten hier in der Arealbank, weil sich gerade so viel tut. Und das ist klasse. Und weil sich so viel tut, wollen wir natürlich auch ein bisschen was tun. Wollen nämlich mal gucken. Jetzt müssen wir gerade mal die Präsentation wechseln, weil ich hier eine andere Präsentation noch brauche. Das wird jetzt ein Sekündchen dauern. Vielleicht so lange, dass wenn das macht. Ich habe mal so ein paar erste Mail-Reads eingegeben im Chat, also Themen, wo ich sage, da kann man einfach mal lesen, was heißt das? Learning Analytics, People Analytics, einfach mal ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, mit was wir uns wirklich experimentell auch hier in der Bank beschäftigen. Ja. Das ist ganz prima. Wir werden die Links auch, die du jetzt gepostet hast im Chat, Sebastian, die packen wir auch noch auf die Seite von Montag. Denn wir haben nachher natürlich ein bisschen Hausaufgaben für euch alle, so wie ihr das auch kennt. Wir haben ein paar Pre-Readings zusammengestellt auf der Seite. Und es ist klasse, wenn ihr euch da einfach mal einlest. Ich habe jetzt gerade heute Morgen aktuell noch zwei Sachen eingestellt von der Neuen Zürcher Zeitung und von Josh Bersin, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das erzähle ich euch alles, während im Hintergrund die eine Präsentation noch lädt und ihr merkt, dass das mit dem Datenaustausch auch noch ein bisschen braucht. Das kriegen wir aber hin und wir können diesbezüglich auch einfach mal einen Schritt nach vorne machen. Was erwartet euch denn in der Woche jetzt? Ich hatte das am Freitag kurz schon mal gesagt. Grundsätzlich heute ist so der Moment oder der Tag, an dem wir uns erstmal eine Basis verschaffen, also so eine Linie unten drunter legen und uns ein bisschen aufschlauen. Dafür gibt es in dieser in der Montagsansicht eine ganze Menge Links, hatte ich gerade schon gesagt. Bitte die anschauen und gerne, sobald da irgendwas in euren Kopf kommt, direkt kommentieren, damit wir darauf antworten können, damit wir gucken können und uns so in diesem Thema zu nähern. Weil es ist echt ein komplexes Thema, bei dem man gar nicht genug lesen kann, weil ständig irgendwas anderes kommt. Und wenn wir dann den Montag dazu genutzt haben, da ordentlich Grundlage zu legen und die Pre-Readings durchzuarbeiten, dann wollen wir uns am Dienstag mit drei Fragen beschäftigen. Und zwar tun wir das nicht über Mail, sondern wir wollen ja auch neue Medien nutzen. Wir werden am Dienstag eine Twitter-Session starten. Das ist eine total spannende Geschichte. Ich mache das zum allerersten Mal. Jochen hatte das vorgeschlagen. Jochen, vielleicht kannst du zwei, drei Sätze nochmal sagen zur Twitter-Session, ohne zu viel zu verraten. Nein, also die Idee ist, dass wir uns morgen um 13 Uhr auf Twitter treffen. Die Fragen hast du gerade erwähnt, die schalten wir morgen früh frei und wir wollen dann eine Stunde lang mit denen, die da sind, über Twitter die Fragen diskutieren und uns austauschen. Das ist so ein bisschen was Twitter zweite Stufe. Sprich, wir nutzen natürlich dann für unsere Tweets den Hashtag, den wir haben, also das CL2025. Wir haben die Fragen vorbereitet von F1 bis F3, wenn es drei Fragen sind. Und würden euch dann bitten, einfach so eben 10 Minuten, Viertelstunden Abstand, eure Antworten mit A1 bis A3 entsprechend einzugeben. Und wenn das ganz funktioniert, kriegen wir da, denke ich, einen ganz spannenden Austausch hin. Natürlich unter den Rahmenbedingungen von Twitter, aber das funktioniert ganz gut. Also es gibt schon Lehrer, die machen das, ich weiß gar nicht, ich glaube 150, 200 Folgen lang, also schon mehrere Jahre, unter adtech.de. Also das ist so eine Praxis, die gibt es schon. Also wir sind da jetzt nicht die Ersten, die irgendetwas Verrücktes ausprobieren, sondern versuchen einfach mal so ein Format hier für uns zu nutzen. Also da, wie gesagt, die Idee, wer Zeit und Lust hat, morgen 13 Uhr, wer es nicht schafft, weil wieder ein Termin und 13 Uhr ist schon belegt, der kann natürlich auch zur Beantwortung der Fragen das Forum nutzen, beziehungsweise die Kommentarfunktion. Ich hoffe, das war so ein bisschen nachvollziehbar, aber es gibt eine genaue Bedienungsanleitung dann morgen früh um 7 Uhr in dem Tagesblog. Und die ist Sehr gut. absolut selbsterklärend, das schaffen wir alle. Wunderbar. Dann
können wir, also mache ich einfach nochmal weiter, da ich wunderbarerweise ein Opfer der Technik gerade werde. Jochen, kannst du bitte die Präsentation nochmal laden, die ich dir gerade geschickt hatte, weil mein Rechner hat sich gerade aufgehängt. Ich hoffe, ihr könnt mich alle noch hören. Ist das die erste Präsentation, die du mir geschickt hast, um genau, 12:56 Uhr? Ah, ja, okay. Die ich dir eben gerade geschickt habe, genau, wunderbar. Ihr hört mich, sagt Sebastian, das ist ganz prima. Dann erzähle ich nämlich einfach weiter, während ich dem hängenden Bildschirm meines Rechners weiter zuschaue. Also, wir haben den Dienstag. Wir haben den Dienstag und dann haben wir am Mittwoch eine Session mit einem Start-up. Und das ist ganz, ganz schön, weil es in diesem Bereich, also im People Analytics Bereich, ganz viele Startups gibt, die sich damit beschäftigen und wir eines der erfolgreichsten im Moment gewinnen konnten, den Christian Vetter mit HR Forecast. Sebastian, du bist ja derjenige bei uns, der mit den HR Startups viel gemacht hat. Nur kurz nochmal auch der Gemeinde hier erklärst, was haben wir denn da im Moment so und was erwartet uns im Zweifel am Mittwoch beim Christian? Ja, was haben wir da so? Das ist immer eine spannende Frage, finde ich, denn ich kann nur sagen, was habe ich gesehen? Ob ich alle gesehen habe weltweit, das würde ich mir nicht anmaßen, sondern ich sage, wir haben das Thema HR Forecast. Ich weiß, dass ich mit den Kollegen von HR Function, die sitzen in München, auch schon mal gesprochen habe. Die machen Ähnliches. Was wir dort machen wollen, ist natürlich erstmal allen so eine Vorstellung zu geben. Ja, was kann man überhaupt machen oder was verstehen die unter People Analytics? Welche Daten kann man denn da irgendwie extrahieren, schön kombinieren, um irgendwelche Dinge rauszuziehen? Und da mal aufzeigen, okay, wenn man das so und so gruppiert und das sind eure Mitarbeiter, das ist möglich. Wobei wir dann natürlich, und das ist uns auch sehr schnell klar, wenn wir wieder an die Grenzen kommen, was dürfen wir denn überhaupt alles machen? So, also wir sind sehr stark in diesem experimentellen Thema drin. Ja, und natürlich dann mal die Diskussion anregen, ja, was würde uns denn weiterbringen, so Richtung Learning, was könnten Ideen, Anregungen sein? Und das mal mit euch zu diskutieren, darum geht's. Ja, und dann haben wir den Donnerstag und ich hatte ja eingangs ja gesagt, dass wir Montag dafür nutzen, um eine Grundlage zu schaffen. Und diese Grundlage brauchen wir, weil wir am Donnerstag mit euch ein weiteres Experiment machen wollen. Und zwar möchten wir gerne mit euch gemeinsam eine SWOT-Analyse zum Thema People Analytics und Big Data machen. Und dafür gibt es dann einen Link zu einer Excel, auf der dann klassisch nach SWOT die Chancen und Risiken eingetragen werden können. Und da ist unsere Bitte, dass ihr einfach drauf losschreibt und sagt, hey, wo sehe ich das Thema? Was mache ich denn damit? Weil es doch wichtig ist, dass wir mal ein Jetzt verlieren wir ihn, glaube ich, ganz, oder? Ja. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ja, das ist das, wenn man mal Dinge live macht. Sven schreibt mir, dass er gerade mal seine Leitung prüft und ich mal überdimmen soll. Das ist die Präsentation, die wir schon hatten. Aber die hat da noch eine Folie, oder? Kann ich die weiterschalten? Ah, hier. Ja. Sieht man das? Ja, ne? Ich habe die Folie 16 jetzt. Guck mal. Genau. Also das ist das, wo wir mal so fragen wollten, alle Teilnehmer, die hier mit uns dabei sind, also welche Assoziationen, ja, und das ist wirklich positiv wie negativ Befürchtungen, Herausforderungen habe ich bei People Analytics, ja, also wenn es gibt da Definitionen, aber ich denke, jeder versteht da was anderes, auch wir merken das bei uns im Haus, deswegen wollten wir so mal ganz offen so in die Community reinfragen, wie gibt's, welche Assoziationen gibt es denn und würden uns jetzt natürlich freuen, wenn wir über den Chat oder über Twitter irgendwie mal so in den Austausch ein bisschen gehen könnten. Also Befürchtungen zum Thema Big Data, KI im Bereich Personal. Genau, People Analytics, genau, all diese Themen so. Was kommt da? Was schwingt da mit bei dem einen oder anderen? Also gläserner Mitarbeiter haben wir schon als Stichwort. Ja, was Positives, passgenaue Lernangebote. Ah, jetzt geht's los. Also Talentsegmentierung haben wir hier, Kristallkugel. Ja klar, Betriebsrat ist ein Thema. Leistungsbeurteilung. Ja, was People Analytics alles umfasst, ja,
Also wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Ja, also die klassischen Funktionen natürlich, aber wie weit das gehen kann, also Learning Analytics, ich hatte vorhin mal einen Link eingestellt, ist sicherlich auch ein Thema. So, ich bin wieder da. Ah, Sven ist wieder da. Ja, ich habe einen kurzen Ausflug gemacht. Aber jetzt bin ich wieder da. Sehr fein. Um dich wieder reinzubringen, lieber Sven, wir haben gerade schon mit der Umfrage gestartet. Die läuft jetzt hier im Chat, wenn du den sehen kannst. Also sehr eifrig jetzt gerade Antworten auf unsere Einschätzungsfrage, die wir mal abgegeben haben. Super, klasse. Ja, wie bleiben die Daten im Unternehmen? Marlies fragt das. Okay. Ja. Also wir werden auch dann gleich nochmal drauf gucken auf die auf die Fragen, Jochen, und werden sie natürlich nochmal zusammenfassen. Gucken, inwieweit wir darauf eine Antwort geben können. Ne? Sebastian oder Sven, wollt ihr so eine kleine Regieanweisung geben, wie es weitergeht? Wie es weitergeht. Ich glaube, der Sven ist wieder rausgeflogen, wenn ich das mal hier so sagen darf. Von daher aber gut. Ich hatte nur kurz gemutet. Ach so, Sven hat nur gemutet. Ja, okay, also Sven macht weiter. Ja, gut. Ja, nein, wir können das ganz wunderbar interaktiv machen. Das sind ja total spannende Fragen. Eine, die ich gerade gelesen habe, Analytics ist ohne konkrete Frage nicht wirklich möglich. Ja, ich muss natürlich wissen, wofür ich die Daten auswerte. Steffen, absolut richtig. Die Frage zur Frage ist, welche Fragen kann ich denn stellen? Und da würde mich einfach mal interessieren, was habt ihr denn schon an Fragen gestellt. Steffen, habt ihr konkret schon Fragen gestellt bei euch, um zu sagen, das wäre doch gut, wenn wir das mal auswerten könnten? Jetzt gerade, wenn es ums Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung geht. Gerne auch die anderen, die sagt, okay, wir haben da schon mal was gemacht. Mhm. Okay. Ja, Marcel? Lern-Communities? Mhm. Gut. Da schließt sich jetzt für mich die Frage an, nicht nur nach den Communities, sondern habt ihr dann auch Fragen gestellt in Bezug auf Personen im Unternehmen? Also welche Skills brauchst du? Was tust du? Wo hast du gearbeitet? Habt ihr irgendwelche Analysen schon mal gemacht? Die Frage geht natürlich nicht nur an Marcel, sondern geht an alle 60. Wie ist da eure Erfahrung? Und was habt ihr dabei vielleicht auch schon gelernt? Wir haben ja das Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung von Maschinen. Prozesse werden digitalisiert. Es braucht andere Skills. Die Frage ist, ja, Personas ist hier ein Thema, Sebastian, ganz genau. Wie setzen wir die denn ein? Wie wird's denn sein danach? Wie ist Arbeiten 4.0 bei euch im Unternehmen? Wie viel Daten habt ihr denn, wo ihr sagen könnt, die könnte ich einsetzen, um Arbeiten 4.0 einen Schritt weiterzukommen? Naja, das war ja, was Jochen uns im Vorfeld auch schon gesagt hat. Also These wäre, wir sind am Anfang und deswegen freuen wir uns auch auf diese Woche, glaube ich, so sehr, weil selbst wir bei der Areal, also wir sind jetzt auch nicht die Superschlauen, sondern ich denke, das Thema ist Neugier und sich damit mal zu beschäftigen, ja? Und mal zu gucken, kann das irgendwas. Hier ist eine Frage, Sven, also wie weit die Themen bei uns in der Bank schon sind und welche Ansätze wir haben. Willst du da anfangen und ich würde einfach weiterführen oder wie machen wir? Können wir genauso machen. Die Themen sind bei uns, das hatten wir jetzt auch schon zweimal gesagt, wirklich in den Kinderschuhen. Also bei mir sieht es so aus, dass ich mich natürlich intensiv damit beschäftige, welche Daten können wir denn erheben? Welche Daten dürfen wir auch in Abstimmung mit dem Betriebsrat denn auch verwerten oder verwenden? Und mal losgelöst davon beschäftige ich mich mit der Sammlung wirklich von dem, was wir im Unternehmen haben. Und wir sprechen ja jetzt nicht nur über Weiterbildungsdaten, sondern wir sprechen ja davon, dass wir diese Weiterbildungsdaten mit den Daten aus dem Unternehmen verknüpfen. Also mit Daten aus dem SAP, vielleicht aber auch mit Daten, die außerhalb des Unternehmens liegen, die das Unternehmen aber beeinflussen. Und genau diese Kombination, da müssen wir aber gucken, was wir damit machen können. Und da sind wir wirklich in einem allerersten Stadium. Ich bin jetzt auch kein IT Analytiker beziehungsweise kein Designer, der jetzt da sofort rangeht. Ich erarbeite mir das auch gerade. Liegt einfach auch daran, weil es noch kein Job dafür. Es wird also aus HR und Innovations getrieben. Und
Und deswegen ist es total spannend. Ich habe da jeden Tag, so wie Jochen hier auch geschrieben hat, jeden Tag gibt es irgendwie neue Dinge. Und ja, es gibt Menschen, die sich schon lange mit People Analytics beschäftigen. Die gibt es. Josh Bösen unter anderem, David Green auch. Nur wir müssen es ja irgendwann mal operationalisieren. Das heißt, wir müssen es auch ins Unternehmen bringen. Und das ist im Moment das, was mich am meisten umtreibt. Wie kriege ich da einen Fuß in die Tür? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Daten, die wir vom Unternehmen haben, die Daten, die wir von den Mitarbeitern haben, wie kann ich die gut dafür verwenden, um die Mitarbeiter fit zu machen? Um zu sagen, hey, das ist unser Geschäftsmodell der Zukunft und dafür brauche ich die und die Skills. Und das kann ich eben nicht nur aus dem Bauchgefühl ableiten, sondern ich habe dazu wirklich, wirklich Daten und sagen, hey, der und der kann das und der kann das. Die Kompetenzen, das ist das, womit ich mich jetzt beschäftige. Sebastian. Mhm. Ich greife mal die Frage von dem Herbert gleich mit auf, der fragt, damit er mit dem Betriebsrat sprechen könnt, musst du doch auf eurem Niveau sein. Und wie stellt ihr das sicher? Ja, das ist so eine spannende Frage, glaube ich. Und wir in HR oder ich sag mal, alle, die sich damit beschäftigen, sehen sich so ein bisschen als Brückenbauer, denn es geht darum, dass wir, um die irgendwie da mitzunehmen, immer wieder sagen, schaut mal, das ist das, was wir tun, das ist das, was wir machen. Ja? Und es wäre jetzt verbessert zu sagen, wir machen hier People Analytics im vollen Umfang, sondern was wir tun ist, wir machen experimentelle Schritte. Ja, also ich glaube, das war die den letzten Wochen schon ein Thema. Okay, wir machen kleine Learning Nuggets, so nenne ich sie mal. Wir haben kleine Videos. Wir zeigen dem Betriebsrat das und sagen, danach können wir sehen, wer schaut diese Videos an, wenn wir das wirklich ad extremum treiben. Wo schauen die Leute das an? Von welchem Endgerät? Das ist jetzt so ein ganz kleiner Stream und das zeigen wir denen, ja, um den langsam auf diese Reise mal mitzunehmen. Und auch, also ich zum Beispiel bin hier im Haus, mache ganz viel Marketing und HR-Recruiting-Themen und sage, naja, ich kann auf der Homepage zeigen, wann klicken die Leute, auf was klicken die Leute, wenn ich hier irgendwelche Sachen pushe in sozialen Medien, was passiert denn da? Und das wollen wir mitnehmen für Lernen. Ja, dann danke Sebastian. Wir haben noch zwei spannende Punkte. Einmal, wie definieren wir Arbeiten 4.0? Und Benedikt hat noch geschrieben, einsetzen im Zusammenhang mit, also von Mitarbeitern im Zusammenhang mit Arbeiten 4.0 widerspricht sich. Ja, das mag sein. Die Frage ist, wie man es besser definieren kann. Auch das ist etwas, wo man sagt, okay, wir müssen auch die Begrifflichkeiten in irgendeiner Form anpassen. Arbeiten 4.0 in einer Bank. Also viele in der Bank sagen, Arbeiten 4.0 ist Digitalisierung, ist digitale Akte. Ja, ich für meinen Bereich bin da schon weit drüber weg und Sebastian auch, dass wir sagen, digitales oder Arbeiten 4.0 in der Bank heißt, dass wir kollaborativ arbeiten, dass wir Möglichkeiten haben, Daten zu nutzen und auf Dinge zusammen zuzugreifen. Da sind wir wirklich als Bank noch nicht so weit, dass wir komplett dafür sorgen können, dass wir gemeinschaftlich an Dokumenten arbeiten, dass wir den Glaubenssatz verfolgen, Sharing is Caring, weil auch in der Bank ganz klar ist, Wissen auch irgendwo noch Macht. Ich hatte vorhin gesagt, wir kommen aus dem Bereich, dass wir mal eine Anstalt waren, so ist das nun mal in der Unternehmenskultur geprägt. Das ist so, da entwickeln wir uns gut weiter, aber zurück zum Ausgangspunkt, Arbeiten 4.0 heißt für uns, Räume schaffen, nicht nur digitale Räume, natürlich auch analoge Räume. Das gehört da beides zusammen. Wir reden Arbeiten 4.0 nicht davon, die Prozesse so weit zu optimieren, dass wir nur noch Maschinen nachher da haben. Mitarbeiter zu entwickeln, Mitarbeiter bringen gestärkte Mitarbeiter kennen. Ich lese gerade von Benedikt den Post, deswegen gib mir eine Sekunde. Mhm. Ja. Ja, das zahlt auch wieder darauf ein, Benedikt, was du schreibst. Ich hatte gerade weiter oben gelesen, Produktivitätskennzahlen und Kompetenzmatrixen von Mitarbeitern übereinanderlegen und identifizieren. Ja, das wird ein Weg sein, Steffen, wie du es geschrieben hast, dass man Dinge übereinanderlegt, dass dann Sachen vernetzt werden. Das ist ja genau das, was künstliche Intelligenz auch macht. Wir müssen uns auf neue Arbeitsformen einstellen. Da ist auch jetzt mal mein Wunsch, auch hier im Chat nochmal zu sehen, wie viel Veränderung der Jobprofile habt ihr denn in euren Umfeldern? Also seid ihr vielleicht selbst betroffen? Was hat sich getan? Wie habt ihr euch auch selbst verändert? Marcel belobigt Steffen, das ist ganz wunderbar. Ihr habt schon Erfahrung hier im Chat.
Tja, das ist übrigens auch ein Teil von Arbeiten 4.0, ne? Wenn man Menschen belobigt. Aber auch da ist der Betriebsrat natürlich wieder an vorderster Front unterwegs und sagt, was machen wir denn damit? Also wir haben viele, gerade wir an der Bank haben da viele Fallstricke noch, die wir zur Seite legen müssen. Es geht ja darum, auch jetzt in der Woche mal darüber, Erfahrungsaustausch, was tun wir so, wo haben wir vielleicht gute Erfahrungen gemacht, wo haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, wo haben wir noch gar keine Erfahrungen gemacht. Das wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Okay, also im Unternehmen, die ich berate, wird die IT-Kompetenz immer wichtiger und mehr. Ja, das ist bei uns in der Bank auch. Ich glaube, die Anzahl, Sebastian, von tatsächlichen Bankern in der Bank, die wird immer weniger, ne? Also wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer wieder, also den letzten wirklich Bankmitarbeiter mit der Qualifikation Bankkaufmann so 1.0, den habe ich, glaube ich, vor 6 Jahren hier reingeholt. Ja. Und dann sagen die Leute, das kann doch gar nicht sein. Dann sage ich doch, wir sind ein IT-Unternehmen mittlerweile geworden. Und hier war gerade eben auch die Frage, dass die IT-Kompetenz immer wichtiger wird, ja, sage ich, das ist so. Und egal, wo ich unterwegs bin, sage ich, ja, wir als Unternehmen tragen da auch eine Verantwortung. Also wir haben es schon erkannt, müssen wir gar nicht mehr messen. Wie kriegen wir dieses IT-Know-how denn jetzt rein ins Unternehmen? Ja, wir können nicht alle Mitarbeiter tauschen, sondern was sind denn jetzt Wege, um da voranzukommen? Ja, und die Frage von Steffen nochmal nach der Datengrundlage. Ja, wir haben eine gute Datengrundlage. Aber wir hatten ja vorher auch das Thema, welche Frage muss ich denn stellen? Das heißt, wir müssen auch erstmal gucken, was ziehe ich denn daraus? Was brauche ich denn wirklich, um Kompetenzen weiterzuentwickeln, um das Skillset aufzubauen vom Mitarbeiter? Weil das ist ja das, worum wir ja auch reden wollen, nämlich inwieweit können wir, also Learning and Development, Innovationstreiber im Workplace sein? Und da gehört natürlich dazu, dass wir auch den Workplace nochmal definieren. Wie sieht das denn aus, ja? Janke schreibt dann zu meiner Frage, ja, okay, klar, Kompetenzmodell in Frage stellen, das sollte man sowieso immer wieder mal überprüfen. Frage ist, inwieweit wir auch mit alten Kompetenzmodellen, also in Anführungszeichen alten Kompetenzmodellen, hier noch weiterkommen oder ob es dich dann doch auch mal einen neuen Wurf an Kompetenzmodellen braucht. Das ist ja auch was eine Frage, die eher Richtung Jochen auch mal gehen kann. Wie ist denn deine Erfahrung, Jochen, mit Unternehmen, in denen du unterwegs bist im Moment, was die Kompetenzmodelle betrifft, wenn es ums Lernen geht? Hat sich da signifikant was verändert? Stellen die schon auf digitales Lernen? Stellen die auf Daten ab? Ein großes Thema. Das ist natürlich seit 10, 20 Jahren. Also werden Kompetenzmodelle gehandelt und entwickelt. Jetzt unter dem Aspekt, den wir hier haben in Richtung Daten, KI. Ich denke, es ist sicher eine Herausforderung vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen. Du hast die Stichworte ja genannt. Industrie 4.0, Arbeiten 4.0, digitale Kompetenzen. Nimmt natürlich auch die Halbwertszeit dieser Kompetenzmodelle permanent ab. Also sprich, ich brauche 2, 3, 4, 5 Jahre, um ein Modell zu entwickeln, um es durch alle Instanzen zu bringen. Und im Hintergrund verändern sich eigentlich schon wieder die Anforderungen an Arbeitsplätze und Profile. Also da entsteht, denke ich, so ein Gap, der ist kritisch, weil man steckt viel, viel Zeit, Initiative und Power rein in diese Modelle. Aber sie gleiten einem ja fast davon, wenn man guckt, wie sich das Umfeld wieder verändert. Und da so ein agiles Kompetenzmanagement, agile Kompetenzmodelle zu entwickeln, ist wahrscheinlich die Herausforderung. Janke hat gerade im Chat geschrieben, die Veränderung des etablierten Kompetenzmodells kommt der Operation am offenen Herzen gleich. Das ist natürlich eine schöne Metapher. Aber vielleicht ist es genau der Weg, ja, den wir gehen müssen. Wir müssen vielleicht mal von alten Dingen auch trennen und einfach neu machen. Ja? Ja, Transparenz und Dialog. Okay, Mitarbeitern kann auch zur Veränderung führen. Ja, absolut. Also ich sehe, wir sind gut unterwegs jetzt im Chat. Das ist ganz prima. Und ich würde gerne natürlich die Diskussion, die wir jetzt hier angestoßen haben, direkt auch wieder mit rübernehmen. Also für alle die länger auch noch gleich diskutieren wollen, wir sind auf der Seite unterwegs. Wir beantworten eure Kommentare. Wir werden auch immer wieder auf Twitter da sein. Also wenn ihr auch mal was findet, was lest, was ganz aktuell ist zum Thema Big Data oder zum Thema People Analytics, bitte gerne einfach posten, reinschreiben
in den WordPress-Blog oder per Twitter erwähnen und den Sebastian und mich erwähnen. Unsere Twitter-Handle findet ihr. Wir sind verlinkt. Und dann würde ich jetzt nämlich mal auf das To-Do kommen, während der Chat gerne auch noch ein bisschen weiterlaufen kann. Das hatte ich ja schon ein bisschen angekündigt, weil wir würden gerne mit euch folgendermaßen vorangehen. Also lest euch die Sachen mal durch, die auf der Colan-Website steht, und dann postet möglichst viel an Fragen, an Ideen, an Dingen, die euch beschäftigen, dazu, dass wir auch hier die Grundlage weiter heben können. Denkt dran, wir haben am Donnerstag die SWOT-Analyse, und je besser ihr vorbereitet seid für all das oder zum Thema, umso mehr haben wir nachher in der SWOT, und das ist dann wichtig für die Freitagsauswertung, weil also mein Wunsch ist es tatsächlich, dass wir am Freitag mal so von uns 65 insgesamt einen Überblick haben, wo stehen wir denn jetzt mit Big Data und wofür ist denn das Ganze eigentlich gut, weil wirklich aus einer ganz persönlichen, ganz direkten Perspektive und vielleicht wirklich einen Schritt weg vom Wissenschaftlichen. Gerne auch das, was hier noch steht, Videos, Konferenzen einbinden über Twitter, Dinge verlinken, Dinge teilen. Sharing is caring, das ist was wir leben, Sebastian, ne? Das kannst du, denke ich, mal bestätigen. Das ist so, ja. Und letztlich natürlich verschafft euch den Standpunkt, damit wir am Donnerstag da gut unterwegs sein werden. Wie wir das mit der SWOT-Analyse am Donnerstag machen, das erklären wir euch dann auch nochmal vorher. Und das vielleicht ist noch die letzte Folie erstmal. Ja. Noch eine spontane Ergänzung. Also ich hatte am Wochenende auch so einen Artikel gelesen von der Audrey Waters, die sich auch immer kritisch mit diesen technologischen Entwicklungen auseinandersetzt. Und die hat sehr schön so ein bisschen, also das Thema Learning Analytics, das man ihr zugespielt hatte, einfach an die Seite geschoben und hat über Schrittzähler geredet. Also wir begegnen diesen Themen ja im Alltag schon an ganz, ganz vielen Stellen, und Fitness und die Fitness-Apps und das Tracking und das Datenaufnehmen ist ja eines der wahrscheinlich aktuellsten Beispiele. Und da wiederholen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Also sprich, wie geht man mit Daten um? Was ist da spannend? Wer ist eigentlich noch Herr über diese Daten? Also wir schmeißen diese Daten ja rein nach Adidas und Runtastic und Visa und Garmin und wie sie alle heißen. Also diese Parallelen gibt es an vielen Stellen, und ich denke, da kann man vieles auch an Erfahrungen und Fragen mit rübernehmen und so ein bisschen auch hin und her springen zwischen dem, was wir an verschiedenen Stellen im Alltag schon haben, und dem, was vielleicht morgen, übermorgen im Personalmanagement auf uns zukommt. Also da denke ich auch keine Scheu haben, einfach mal so ein bisschen aus anderen Erfahrungsbereichen Dinge mitnehmen, Fragen oder Erfahrungen. Ganz, ganz wichtig, was jetzt gerade Marcel nochmal geschrieben hat in den Chat. Big Data ist nicht immer gleich Analytics. Absolut richtig, Marcel. Klar, auch hier müssen wir die Begrifflichkeiten schärfen, müssen wir für uns ein Verständnis bekommen, was denn dahinter so ist. Ne? Gerade das Thema People Analytics, das heißt ja manchmal auch People Metrics oder Personal Metrics, das ist noch nicht so ganz klar. Ja, also danke für den Hinweis auf jeden Fall. Und dann sehen wir auch hier schon mal noch die ein oder anderen Querverweise, wo wir drauf gucken müssen. Alles passt alles. Also ich bin sicher, wenn ich so den Verlauf des Chats mir anschaue, dass wir eine gute Diskussion kriegen auf dem Blog. Jochen, ja, 14:15 sind wir doch gut durch. Ich freue mich, dass es geklappt hat, auch wenn ihr mich jetzt nicht mehr sehen könnt, aber ich gelobe Besserung, gucken, dass wir ein stabileres Netz kriegen, dass mein Video auch wieder geht. Dann winke ich euch auch gerne zu. Das ist immer angenehmer, wenn man auch ein Bild dazu hat. Fein, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Aufzeichnung liegt auch irgendwann dann im Netz. Und wir freuen uns auf jeden Fall morgen auf euch um 13 Uhr im Twitter-Chat. Und ansonsten gucken wir drauf. Ja? Schreibt viel. Gebt uns was, womit wir arbeiten können, worüber wir nachdenken können. Postet Fragen, die wir dann beantworten können. Also dann.